So, da oben müsste es eigentlich sein. Oh. Den holen wir uns. So, Seele gefangen. Und was, wie viel ist der Wert? 150? Ja, da kommt weg. Der wird verkauft. So, jetzt ist auch der Peststurm vorbei. Auch wenn er noch von weitem zu hören ist. Oder er ist nicht vorbei und wir sind einfach noch schon zu weit weg dafür. Ich dachte eigentlich, hier wäre mal unsere Festung, aber anscheinend ist sie da. Ah ja, da ist sie, ich sehe sie. Es müssten doch hier bereits Männer sein, oder? Hier ist doch bestimmt irgendwo der Weg hoch. Das ist der Lied. Hier sind die Männer. Hetman Ghouls. Hallo. Ihr bringt mir Glück. Wie kann ich euch helfen? Willkommen, mein Name ist Hetman Ghouls. Was kann ich für euch tun, Hausvater? Ich bin Hetman. Was Hetman dieser neuen Siedlung bei Haus Indaris? Ich regel Streitigkeiten und sorge für die Einhaltung des Gesetzes. Während ihr unterwegs seid, es seid Winter. Sehr schön. Garden Folwin. Willkommen, mein Name ist Garden Folwin. Was kann ich für euch tun, Hausvater? Schlamm. Ihr könnt Schlamm überall da finden, wo es Seen mit Schlammschwamm gibt. Schlammschwamm ist eher braun und wird höher und dicker als ich. Glaubt mir, könnt ihr nicht übersehen. Das ist unser erster Einwohner und das ist unsere erste Wache. Geil. Und wir können da jetzt rein. Wir können da jetzt rein. Das ist unser Haus. Unsere Festung. Geschichte des Kaiserreichs 1 Was und 2. Eine unerwartete Überraschung. Bitte fahrt fort. Hallo, Garila Vedas. Willkommen, mein Name ist Garila Vedas. Was kann ich für euch tun, Hausvater? Ausbildung? Langwaffe, Adetik, Block. Na schade, egal. Siedlungen im Morrowind. Die kleinsten Siedlungen sind Nomadenlager der Aschländer, die aus kleinen, transportablen Hütten bestehen. Eigentlich müsste ich hier nehmen können, was ich möchte. Haha. Da war gar nichts drin. Okay. Ich weiß gar nicht, möchte ich mich selbst bestehlen? Was gibt's denn da drin? Das ist ein Lager. Pest heilen, wiederherstellen Stärke. Schloss für. Wieso ist das zugesperrt? Das ist mein eigenes Haus. Meine eigene Festung. Okay, was gibt's da? Da geht's runter. Da geht's runter, Leute. Da geht's runter. Wir haben unsere eigene Taverne. Geil! Galvene Otroba. Es tut so gut, euch zu sehen. Willkommen, mein Name ist Galvene Otroba. Was kann ich für euch tun, Hausvater? Offenbar nichts. Voll geil. Mavis Nadram. Willkommen, mein Name ist Mavis Nadram. Was kann ich für euch tun, Hausvater? Ausbildung. Ja, da geht auch nichts. Regeln. Steht von euren Leuten, schlagt eure Leute, ohne dass ihr provoziert wurdet, oder bringt eure Leute um und ihr werdet von uns ausgestoßen werden und als unser Feind bezeichnet. Brecht nie euer Ehrenwort, akzeptiert euren Platz, dient euren Obersten und erfüllt eure Pflichten hier im Haus. Respektiert die Lehren des Tribunals, verteidigt euer Haus, eure Leute und eure Ehre. Super. Hallo, Iena Snarus. Willkommen, mein Name ist Iena Snarus. Was kann ich für euch tun, Hausvater? Willkommen. Mir war fast, als würde ich euch kennen. Cool. Das ist ja richtig schön eingerichtet. Welch unerwartete Überraschung. Rera Milar. Willkommen, mein Name ist Rera Milar. Was kann ich für euch tun, Hausvater? Aber ich finde, die haben so ein
bisschen wenige Gespräche irgendwie. Willkommen. Mir war fast, als würde ich euch kennen. Und was haben wir hier? Das ist unser Zimmer. Das ist unser Zimmer. Haha. Morgengrauen und Dämmerung lesen wir gerade. Geil. Hä? Wieso ist sie zu? Na egal. Schmiede haben wir das meiste. Boah, hier sind Pfeile. Ebenerzpfeile, wie geil. Boah, cool. Ich hätte plötzlich unglaublich Lust, das Haus hier irgendwie einzurichten. die Draken, die kommen mit. Schmiedehammer des Lehrlings, ja, der bleibt mal. Morgenstern und Jahresmitte. Aber jetzt sehen wir erstmal, wie es noch weiter eingerichtet wird. Moment mal. Ich glaube. Ja doch. Hier können wir ruhig Rückkehr machen. Also markieren. So, und jetzt machen wir noch eine Siebe-Intervention. Damit wir wieder zurückkommen nach Aldrun. So. Voll geil. Unsere eigene Festung mit unseren eigenen Leuten drin. Eigentlich müssen wir dahin ziehen. Aber ich glaube, bevor wir dahin ziehen, wird das erstmal alles eingerichtet. Das würde ich schon machen, so ein bisschen nebenbei. Das wird saugeil, Leute. Wobei, einrichten morgen ist nicht ganz so toll wie Oblivion oder Skyrim. Da geht es nämlich viel besser. So. Die nächste Etappe eurer Festung wird zurzeit gebaut. Ah, ja. Wir warten mal eben. Bis die Etappe fertig ist. Wobei, wir könnten eigentlich mit, wie heißt er, Artus Satrin, oder wie, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Mit dem können wir reden. Dreifach. Vielleicht reicht ihm das ja jetzt als Festung. Willkommen. Sareti, sowas. Artwin Sareti. Ihr bringt mir Glück. Wie kann ich euch helfen? So, Aufgaben. Um selbst Ratsherr zu werden, müsst ihr euch die Unterstützung der verbleibenden Ratsherren sichern. Von Mina Aroba und Garisa Letri, ihr benötigt außerdem Soldaten für eure Festung. Redet mit. Sie kann Bauaufträge für Festungen abschließen. Okay, offenbar müssen wir die Festung wirklich ganz machen. Wir warten jetzt einfach noch einen Tag hier. Jetzt warten wir einen Tag hier. Und jetzt warten wir einen Tag hier. Wir springen da jetzt rüber. Und nach jedem Sprung warten wir einen Tag. Tagebuch aktualisiert. Der zweite Bauabschnitt meiner Festung sollte abgeschlossen sein. Wow! Es tut sehr. Ist natürlich, irgendwie ist es schon blöd, dass wir das jetzt alles durch Warten und Schlafen oder so machen. Aber. Ganz ehrlich, wir haben schon so ziemlich alles andere gemacht. Beeindruckend. Eure Kleidung steht euch gut. Und es ist saublöd, hätten wir nämlich diese Bug mit dem Heiltrank nicht gehabt, hätte ich hier damals schon weitergemacht in Haus Redoran. Dann hätten wir die Quests mit der Festung damals schon bekommen. Und dann hätten wir die ganze Wartezeit gehabt, während wir die anderen Quests gemacht haben. Das ist saublöd mit passiert. Aber naja.
Ich bin bereit, euch eine Festung zu übergeben, die einem Ratsherrn vom Haus Redoran gebührt. Doch zunächst müsst ihr mit Hetman Guls in eurer Festung sprechen. Fragt ihn, was getan werden muss, um mehr Siedler anzuziehen. Ja, sprecht mit Hetman Guls in eurer Festung, Haus Indaris. Er kann euch erzählen, was die Siedler beunruhigt. Jetzt müssen wir Quests für unsere eigenen Leute machen. Geiser Gindo sagte mir, dass ich, um eine Festung zu bauen, die einem Ratsherren von Haus Redoran entspricht, mit Viras Guls, dem Hetman meines Dorfes, sprechen müsse. Er könne mir sagen, was getan werden müsse, um mehr Siedler anzuziehen. Rückkehr! Wow, wie geil! Ihr bringt mir Hetman Guls. Wie kann ich gerade so voll werden? Den hatten wir auch schon. Wer bist du? Bruder Garil. Wie kann ich euch helfen? Willkommen, mein Name ist Bruder Garil. Was kann ich für euch tun, Hausvater? Offenbar nichts. Jetzt ist hier echt eine Mauer drumherum. Und die ist komplett zu. Und da ist sogar ein Wachturm oben drauf. Wie geil! Wir haben unseren eigenen Wachturm. Hier könnte auch noch irgendwas hin. Wir haben unsere eigenen Kräuter. Hier, Tramawurzel. Und wie sieht's hier draußen aus? Noch nicht allzu gut. Hier ist aber anscheinend der Weg hoch. Der offizielle. Könnte doch ausgeleuchtet werden oder so. Naja, gehen wir mal rein in die... was? Rarams Haus. Das ist ein Haus. Von Raram. Wer ist Raram? So. Dreifach gesegnet seid ihr. Es ist mir eine Ehre. Willkommen. Mein Name ist Afs Raram. Was kann ich für euch tun, Hausvater? Ausbildung. Axt. Der kann uns auch nichts mehr für Axt beibringen. Okay. Großer Gebete, Lektion 3, Türen und Häuser, okay, sind ein paar Kissen, hier ist sein Bett, okay, schön. So, jetzt reden wir noch mal kurz hier, ob die, und sehen uns drinnen auch noch mal um, ob die irgendwas Neues für uns haben. Wir müssen hier auch unbedingt auch ausleuchten. Ich will es hier nicht so finster haben. Und so wie es aussieht, sind das auch alles bisher Krieger. Oder fast alles. Der hier zum Beispiel glaube ich nicht. Der nicht, aber der und die beiden schon. Würde ich behaupten. Das ist ja unser Zimmer. Das bleibt mal zu. Er hier ist ein Krieger. Sie hier. Und du bist, glaube ich, auch ein Krieger, aber ein neuer. Und der andere, der wohnt da offenbar und hält Wache, also es ist beides. Der ist unser Hetman und der gehört auch hier. Also wir haben hier 2,5 Einwohner. Ich euch helfen. Beeindruckend. Eure Kleidung ist wahrlich eine Zierde. So, mehr Siedler anzuziehen. Wir sind hier zufrieden, aber es täte der Stadt gut, wenn sie mehr Frauen hätte. Die meisten Männer hier leben allein und brauchen Frauen. Ich bin mir sicher, es gibt viele alleinstehende Frauen in Aldruhn, die bereit wären, hierher zu kommen. Dort könntet ihr nachfragen. Wenn ihr keine Ehefrauen findet, könntet ihr Sklaven in Telarun kaufen und sie herbringen. Es gibt viele, die die Ehe der Sklaverei vorziehen würden. Mist, was haben wir mit diesen Sklaven gemacht? Was haben wir mit den Sklaven gemacht, Leute? Ich würde sie gerne hier wohnen lassen. Ich würde ihnen gerne ein Zuhause bieten. Willkommen. Mir war fast, als würde ich euch kennen. Was haben wir damals mit den Sklaven gemacht? Wisst ihr was, ich schaue kurz nach. Ich habe den Laptop hier. Ich muss nur kurz einschalten.
Und dann gehe ich auf YouTube und schaue nach, was wir mit den Sklaven gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war doch vor Folge 1000, oder? Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es vor Folge 1000 war. Was haben wir nur gemacht mit denen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß noch, wir haben sie irgendwie alle mit zum Boot genommen, aber wo sind wir dann hingefahren mit ihnen? Ich habe keine Ahnung mehr. Haben wir die irgendwo rumstehen lassen? Oder konnten wir ihnen tatsächlich die Freiheit schenken? Vielleicht sind sie auch despawned. Kann auch sein. Haben wir sie hingebracht? Haben wir sie nicht zur agonischen Mission nach Vivir gebracht? Versuchen wir es mal. Haben sie Intervention? Nach Ebenerz meine ich. Ich glaube, wir haben sie nach Ebenerz gebracht. Da schaue ich jetzt mal nach, bevor ich auf YouTube nachsehe. Vielleicht ist es umsonst, aber egal. Wir wären gerade in Alterung. Ach egal, da kommen wir mit Rückkehr und am sie Intervention auch wieder hin. Ich möchte jetzt nach Vivek. Nach Ebenerz eigentlich. Da komme ich eigentlich von der Magiergilde aus? Ich schau mal. Unsere Magie ist ein bisschen wenig. Wenn wir von hier aus. Ich glaube aber nicht, dass wir von hier aus das wieder können. Nein, dann nehmen wir die Magiergilde. Falsche Richtung. Teleportiere mich mal bitte. Nach Vivek. Ihr scheint mir gute Gesellschaft zu sein.